Die neoliberale Lehre ist zunächst mal eine akademische Lehrmeinung, die entstanden ist etwa in den 1920er, 1930er Jahren. Entstanden ist sie insbesondere aus einer Kritik an Weimarer Verhältnissen heraus, an demokratischen Parlamenten, an Eingriffen in die Wirtschaft unter sozialpolitischen Aspekten. Und gewollt war eine Neuauflage des Liberalismus. Der Begriff Neoliberalismus wurde erst später verwandt, aber genau das war beabsichtigt. Man wollte einen Bezug zum Liberalismus haben, jedoch ohne diverse Elemente desselben. Der Liberalismus war verbunden im 18. und 19. Jahrhundert damit, dass er Menschenrechte propagierte, dass er den Wohlstand der Nationen propagierte, und es war die Utopie eines Kosmopolitismus damit verbunden. Und diese Elemente wurden in der Neuauflage kassiert. Übrig geblieben ist dann ein Bekenntnis zum Wettbewerb und zum Markt, insbesondere zu einer Wettbewerbsordnung. Und das lässt sich prima an einem der führenden Theoretiker des Neoliberalismus aufzeigen, nämlich an Hayek, der sehr umtriebig war ab den 1940er Jahren, dann auch die Mont Pelerin Society 1947 mit begründete, eine Art neoliberaler Think Tank. Und war letztendlich erfolgreich, dass ab der Krise Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre verstärkt neoliberale Elemente in Regierungspolitik aufgenommen wurde. Und spätestens mit der Regierungsübernahme in den USA durch Reagan und durch Helmut Kohl in Deutschland und Margaret Thatcher in Großbritannien war dann neoliberale Politik eindeutig ein Element des Regierungsprogramms. Du hast jetzt schon genannt Friedrich August von Hayek als einen der wichtigsten Vertreter des Neoliberalismus. Wenn man sich da das vielleicht nochmal genauer anschaut, inwiefern würdest du denn sagen, dass es da im Original auch schon autoritäre oder völkische Aspekte gibt in diesem Denken? Zugespitzt würde ich sagen, neoliberales Denken ist autoritäres Denken. Ich erwähnte gerade, dass die utopischen Elemente kassiert wurden. Es dreht sich halt im Neoliberalismus nicht mehr um Menschenrechte, nicht mehr um Freiheit und Gleichheit und Eigentum durch Arbeit, was ja die Slogans des Liberalismus im 18. und 19. Jahrhundert durchaus waren, sondern es dreht sich um eine Wettbewerbsordnung. Und diese Ordnung ist eine Ordnung, die hergestellt werden muss. Es ist also keine Frage von laissez-faire, nicht von freien Marktverhältnissen, wo die Wirtschaft so entstehen kann, wie sie mag, sondern es muss eine Ordnung hergestellt werden. Und dieses Denken rund um die Ordnung zieht sich bei Hayek von vorne bis hinten durch. Das macht sich schon an seinem Sprachgebrauch bemerkbar. Man findet immer wieder die Forderung nach Unterwerfung, nach Anpassung, nach freiwilliger Konformität. Das sind seine Vokabeln tatsächlich. Und implizit ist auch, dass diese Wettbewerbsordnung durchgesetzt werden muss. Und um diese durchzusetzen, braucht es eines Subjekts, was sie durchsetzt. Und das kann letztlich nur der Staat sein. Und weil er sie durchsetzen muss, diese Ordnung, und laut Hayek auch in allen Lebensbereichen durchsetzen muss, läuft es auf einen allumfassenden und von oben nach unten durchstrukturierten Staat, man kann sagen einen autoritären Staat, hinaus. Autoritär ist auch die Form, in der Hayeks Lehre auftritt. Er hat das Ganze dogmatisch formuliert, zwar nicht als Dogmenkanon. Das ist nicht so wie bei Friedrich Engels der Kanon des Kommunismus oder Sozialismus. Aber letztendlich ist es eine dogmatische Lehre. Und das sagt Hayek selber auch. Er würde die Freiheit vertreten und ein solches Vertreten der Freiheit und Verteidigen der Freiheit sei nur dogmatisch möglich. Das ist seine Formulierung. Und eine dogmatische Lehre kann nur autoritär auftreten, weil sie jenseits von Begründung und rationaler Erkenntnis sich selber stellt. Was du jetzt auch schon erwähnt hast, ist, dass der Neoliberalismus ja nicht nur eine ökonomische Theorie ist, eine ökonomische Schule, sondern dass er sich auch niedergeschlagen hat in verschiedenen Regierungsprogrammen. Vielleicht könnte man auch sagen, dass er Neoliberalismus quasi so eine bestimmte Phase eines bestimmten Akkumulationsregimes beschreibt. Wenn man davon spricht, neoliberale Politik, was würde das denn für dich auszeichnen? Also wie findet da sozusagen diese Umsetzung oder Übertragung statt? Zum einen durch die Betonung der Eigenverantwortung des Subjekts. Der berühmte Ausspruch von Margaret Thatcher, dass sie ja keine Gesellschaft kennt, sondern nur Individuen, bringt das zugespitzt auf den Punkt.
Es gibt eigentlich nur Individuen, es gibt keine gesellschaftlichen Verhältnisse, deswegen auch keine strukturell hergestellte Armut und keinen strukturell entstandenen Reichtum. Das sind Sachen, die jenseits des neoliberalen Denkens stehen und die das neoliberale Denken auch absichtlich nicht thematisiert. Das führt dazu, dass sowas wie Armutslosigkeit und auch Armut den Einzelnen selber zugeschrieben wird. Das ist ihr eigenes Verschulden, dass sie arm sind, dass sie arbeitslos sind. Und das findet sich in den Regierungserklärungen von Helmut Kohl, letztendlich aber umgesetzt ganz groß im Übergang von der Sozialhilfe auf die Hartz-Gesetzgebung. Denn bis zur Hartz-Gesetzgebung gab es durchaus einen Anspruch des Einzelnen gegen den Staat auf soziale Unterstützung. Und dieses Verhältnis hat sich jetzt gekehrt. Jetzt hat der Staat einen Anspruch gegen das einzelne Individuum. Das muss nämlich beweisen, dass es sich am Markt betätigt. Es muss vorlegen, dass es Bewerbungen schreibt, dass es sich fit hält, dass es Trainingskurse besucht. Ansonsten gibt es das Recht, eben Unterstützung auch zu kürzen. Und das ist schon auch eine markante Änderung, wo neoliberales Denken sich sehr gut aufzeigen lässt. Wenn man jetzt sozusagen den Neoliberalismus in seiner Wirkmächtigkeit sozusagen grob einordnet, dann könnte man ja sagen, das ist ja sozusagen so die letzten 20, 30 Jahre, wo sozusagen überall ja in westlichen Ländern sich neoliberale Regierungsprogramme durchsetzen. Wenn man sozusagen diesen Zeitraum jetzt nimmt, könnte man sagen, ganz grob ist es auch derselbe Zeitraum, in dem rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien neu auftreten und sozusagen erfolgreich sozusagen antreten. Inwiefern würdest du denn sagen, dass erstmal ganz allgemein, dass es da einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Bewegungen gibt? Mit dem Durchsetzen neoliberaler Programmatik ist verbunden eben auch eine Abkehr von Ideen von Solidarität, von Utopien, von Gleichheit. Und das wiederum bedeutet, die Menschen brauchen andere Orientierungspunkte. Und solche neuen rechten Parteien bieten genau das an. Die können sagen, naja, wenn es keine Solidarität gibt, gibt es zumindest ein Volk oder eine Rasse. Und auf das können wir uns positiv beziehen. Und das sind die Erklärungsmuster, die sie anbieten und die jetzt in diesen Zeiten den Menschen dann plausibler erscheinen. Denn die diverse rechte Parteien gibt es auch schon länger, aber die Wahlerfolge fallen halt genau in die Zeit, in denen die Menschen dann verstärkt nach Orientierungspunkten und Mustern suchen. Und das war insbesondere nach dem Ende des sogenannten Systemgegensatzes, also nach 1989, 90, 91, der Fall, dass da die rechten Parteien große Wahlerfolge feiern konnten. Jetzt ist die wichtigste These von deinem Text, dass in den Wahlprogrammen der AfD sich eben neoliberale Elemente wiederfinden, also bestimmte Versatzstücke oder Kernthesen auch des Neoliberalismus. Du hattest bei dem Neoliberalismus ins Zentrum gestellt die Betonung des Wettbewerbes und die Behauptung, dass es ein menschliches Schicksal sei, dass er den Gesetzen des Marktes ausgeliefert ist. Inwiefern finden sich denn solche Positionen auch in den Wahlprogrammen von der AfD wieder? Zum einen gibt es in den Programmen im Grundsatzprogramm und Wahlprogramm, in den Programmen der AfD einen positiven Bezug auf neoliberale Autoren. Also es werden explizit erwähnt Alfred Müller-Ahrmark, Walter Eucken, Wilhelm Röpke. Das sind alles neoliberale Theoretiker. Und zum anderen findet sich wieder, dass es einmal einen Bezug gibt zum Wettbewerb, also einen positiven Bezug. Es wird Wettbewerb propagiert. Aber es findet sich auch wieder ein Schwarz-Weiß-Denken und ein bipolares Denken, wie es für den Neoliberalismus kennzeichnet ist. Ich erwähnte vorhin, dass es die Wettbewerbsordnung gibt und die Forderung nach Anpassung und Konformität. Und das bedeutet, es gibt nur ein Mitmachen oder diejenigen, die draußen stehen. Diejenigen, die mitmachen, die ordnen sich dem Wettbewerb unter, die passen sich an, die sind konform. Und die anderen, die nicht mitmachen wollen, die sich dem entziehen, die gelten, also Originalton Hayek, als Schmarotzer. Und diese Zweiteilung von denjenigen, die mitmachen und dazugehören dürfen und denjenigen, die nicht mitmachen, die außen stehen, die findet sich auch so in dem Programm der AfD wieder. Da wird das einmal projiziert auf insbesondere Migranten, dann aber auch auf den Islam, die Religion immer wieder. Das ist ein durchgehendes Thema. Und da verhält es sich so, es gibt diejenigen, die hierher kommen, um am Reichtum zu partizipieren. Sowas wie politisches Asyl ist in der AfD nicht vorgesehen. Menschenrechte werden nicht propagiert und mehr explizit abgelehnt. Das steht auch so im Programm drin. Denn diejenigen, die kommen, das sind rein Wirtschaftsflüchtlinge, die aus persönlichen Motiven
herkommen und nicht aus politischen Motiven, nicht weil sie verfolgt werden, nicht weil sie dort, wo sie leben, einfach nicht leben können, sondern es sind rein persönliche Motive, nämlich Reichtum. Sie wollen hier partizipieren am Reichtum und, so wird auch projiziert, sie wollen partizipieren, ohne etwas dazu zu leisten. Und das ist genau die Aufteilung, die sich bei Hayek findet. Es gibt eben die Schmarotzer auf der einen Seite und diejenigen, die sich dem Wettbewerb anpassen und mitmachen, egal ob sie nun im Wettbewerb gewinnen oder verlieren. Wenn man sich jetzt so ein AfD-Wahlprogramm anguckt, dann gehört zu so einer Einordnung ja auch immer dazu zu sehen, es gibt innerhalb der AfD unterschiedliche Fraktionen, unterschiedliche Flügel, die auch miteinander konkurrieren. Und man könnte meinen, so ein Wahlprogramm ist auch so ein bisschen so eine Widerspiegelung von solchen Konkurrenzen und von so einem Streit, der vielleicht auch innerhalb der Partei stattfindet. Und da könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht gehören diese neoliberalen Aspekte ja zu dem liberal-konservativen Flügel dazu, den es in der AfD gibt, auch nach diversen Häutungen und Ausschlüssen. Und auf der anderen Seite gibt es eben den völkisch-nationalistischen Flügel, der hier in Sachsen-Anhalt auch besonders stark ist. Und da könnte man sagen, okay, da werden vielleicht andere Positionen vertreten. Inwiefern könnte man sagen, dass es trotzdem dann Zusammenhang vielleicht gibt? Also wir haben es bei der AfD ja noch mit einer sehr jungen Partei zu tun. Und natürlich gibt es da verschiedene Flügel. Und ich denke auch eine Veränderung, also diese Gründungsriege um Bernd Lucke, die ist ja ausgetreten, also die berühmten neoliberalen Professoren, es gibt aber auch noch viele drin. Nur ist das Nebeneinander von völkischem Denken und neoliberalen Professoren ist da kein Zufall, weil es beides sehr gut miteinander übereins geht. Zum einen gibt es auch bei Hayek Bemerkungen zu Völkern. Er sagt, es sollen sich nur die Völker erhalten, die sich auch selber ernähren können. Also er denkt selber in Kategorien von Völkern. Und zum anderen gibt es eben diese Aufteilung von denjenigen, die erfolgreich sind. Und das sind die westlichen Gesellschaften, insbesondere Deutschland, ökonomisch erfolgreich am Weltmarkt und eben den Regionen auf der Welt, die nicht erfolgreich sind. Und das lässt sich durchaus aufteilen in völkische Kategorien. Es gibt eben das deutsche Volk, was erfolgreich ist, und es gibt die anderen Völker, die nicht erfolgreich sind. Und deswegen sollen die Früchte des Erfolgs auch nur denjenigen zukommen, die sie erbracht haben. Das ist die einfache Verbindung von völkischem Denken und neoliberaler Theorie. Jetzt sind wir ja in einer politischen Situation, wo wir sehen können, die Alternative für Deutschland hat mit ihrem Programm und mit diesen neoliberalen Aspekten da drin immer mehr Erfolg. Und es ist ja sozusagen auch so ein bisschen die paradoxe Situation, dass es durchaus Arbeitslose gibt, dass es durchaus sozusagen Proletarisierte gibt, die die AfD wählen. Es ist keine rein proletarische Partei, aber es gibt trotzdem sozusagen diese Leute, die Partei auch wählen. Und es ist ja gleichzeitig eine historische Situation, wo viele Analysen sagen, das neoliberale Akkumulationsregime ist selber in einer Krise oder ist vielleicht sozusagen an ein Ende gekommen, also in einer bestimmten Form zumindest. Was würdest du sagen, ist in so einer Situation vielleicht strategisch angesagt, jetzt auch für eine Linke, für eine emanzipatorische Linke in dieser Situation? Auf jeden Fall aufzuklären über die AfD, denn das Phänomen scheint mir noch weitgehend nicht kritisiert, nicht erklärt. Also was haben wir da eigentlich vor uns? Ist es eine altbackene neofaschistische Partei oder greift sie Elemente auf, die sie sehr kompatibel mit dem machen, was immer Mainstream genannt wird? Bis in die 90er Jahren hatten wir ja Parteien wie die Republikaner und dann gab es auch kurze Blitzlichter wie den Bund Freier Bürger. Und das waren eher Parteien, die eindeutig sich auf altes nationalsozialistisches Gedankengut bezogen. Das macht die AfD nicht so offen. Sie macht es auch, aber das ist nicht ihr einziger Punkt. Und sie ist erfolgreich. Und man muss sich fragen, warum ist sie erfolgreich? Warum kann sie Dinge aufgreifen, von denen die meisten Menschen sagen, ja, das stimmt so, das würde ich sofort unterschreiben, ohne dass es offen völkische, offen rassistische Sachen sind, die was von Welteroberung oder Raumeroberung beinhalten, sondern eher Wettbewerb. Und dieses Phänomen zu erklären, das finde ich, ist eine Aufgabe der Linken und aufzutreten gegen die AfD, wo immer sie ist. Man kann nicht mit der AfD ins Gespräch kommen. AfD-Politiker einzuladen ist keine Strategie. Man darf, salopp gesagt, über die AfD reden, nämlich erklärend und aufklärend. Aber mit ihnen reden würde ihnen genau das Forum bieten, was sie erfolgreich macht, nämlich an den Zeitgeist anzuschließen. Und genau der muss ja thematisiert werden.
um auch das Phänomen AfD aufklären zu können. Jetzt hatte ich in meiner letzten Frage ja so ein bisschen so eine These reingeschmuggelt, wo ich interessant finde, was du vielleicht eigentlich auch dazu sagst, nämlich diese These, dass der Neoliberalismus an ein Ende kommt, wo man ja vielleicht sagen könnte, okay, das ist dann gerade in Form der AfD vielleicht auch nochmal ein Aufbäumen dieser Art von Denken und dieser Art von Politik. Wie würdest du das sehen? Was sagst du zu dieser These quasi? Ein Ende des Neoliberalismus sehe ich derzeit nicht. Ich kann auch nicht absehen, was danach kommt. Ich denke nur, dass durch neoliberales Denken auch die Sachen wiederkehren, die im neoliberalen Denken verdrängt sind. Hayek wendet sich ja explizit in seinen Anfängen gegen den Nationalsozialismus beispielsweise und sagt, der Nationalsozialismus ist nichts anderes als ein Sozialismus und das ist für ihn der Feind. Und er befasst sich mit dem Nationalsozialismus ausschließlich unter dem Aspekt, dass dieser ein Sozialismus sei und nicht mit den völkischen und rassischen Elementen desselben, die verdrängt er. Und ich fürchte, dass genau diese wiederkehren werden. Ob man das nun das Ende des Neoliberalismus oder einen Post-Neoliberalismus nennt, das mag den Akademikern vorbehalten bleiben. Aber das sind Elemente, die, wo ich denke, die auf jeden Fall noch hervortreten werden, stärker hervortreten werden. Und die AfD ist auf dem besten Wege, genau das auch zu leisten.